Ahoi und herzlich willkommen aus Miami. Ja, wir sind zurück in unserem Ausgangshafen, das heißt allerdings auch, unsere Vlog-Serie neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Heißt natürlich auch, dass wir ein kleines Fazit zur Reise ziehen wollen. Und das ist ja diesmal besonders interessant, da es eine Premiere vielerseits war. Ulrikes erste Kreuzfahrt und für mich war es auch die erste Tour mit einer amerikanischen Reederei. Deswegen würde ich sagen, beginnst du vielleicht mal so von deinen Eindrücken zu berichten während der Kreuzfahrt? Okay, ich fange mal an. Ich hoffe, ihr habt 2 Stunden Zeit. Und zwar, ich kann natürlich keinen Vergleich ziehen wie du zu anderen Reedereien, weil es, wie du schon gesagt hast, meine erste Kreuzfahrt war. Unterm Strich kann ich gleich vorab sagen, ich bin so ein bisschen Kreuzfahrt infiziert. Es war für mich wirklich ein tolles Erlebnis, ganz anders. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch und wusste wirklich nicht, was mich erwartet, was jetzt auf mich zukommt und war so ein bisschen panisch, dass ich vielleicht mit so vielen Menschen gar nicht klarkomme. Aber ich muss sagen, es hat sich gut verlaufen. Man konnte sich gut zurückziehen. Es war natürlich irgendwie mir schon klar, dass 24/7 Party auf diesem Schiff sein wird. So war es wirklich auch. Also es war schon ordentlich was los, auch in einer sehr krassen Lautstärke. Man hatte aber auch, ich sag mal, so Zonen, wo man sich zurückziehen konnte, gerade im Serenity-Bereich, das war dieser Erwachsenen- bzw. über 21-Bereich. Was ich auch toll fand, so von den kulinarischen Angeboten, es gab viele Restaurants, also viele Vital-Restaurants, wir haben da eins ausprobiert, aber auch einige Buffet-Restaurants, wo man sich bedienen konnte, wo es wirklich für jeden was da gab, also hat nichts gefehlt. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, besonders hat mir gefallen der Sportbereich, also dieser Außensportbereich, das Pooldeck, da gab es einen Whirlpool und, also absolut top. Ich kann sagen, es hat mir gut gefallen, sehr gut gefallen und ich bin gespannt, wann ich vielleicht meine nächste Kreuzfahrt starten werde. Was ich aber auch noch dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie das auf deutschen oder mit deutschen Reedereien ist. Ich fand es hier ganz, ganz toll und total witzig und würde es auf jeden Fall nochmal machen. Gut, an dem Punkt würde ich auch gleich ansetzen. Also es gibt auf alle Fälle Unterschiede zu den deutschen Reedereien, gerade so zu TUI Cruises, wo es ja doch ein bisschen ruhiger zugeht. Ist das hier dann kulturell doch schon mal ein bisschen anderes Programm? Also wie Ulrike vorhin schon gesagt hat, auf dem Pooldeck geht es wirklich rund um die Uhr zur Sache. Gute Laune auf alle Fälle bekommt man dort. Es sind so viele lustige Wettbewerbe oder Sachen, die da veranstaltet werden. Allerdings auch laute Musik, aber nicht abschrecken lassen. Es gibt auch viele ruhigere Bereiche, wie Ulrike auch gesagt hat. Es ist einfach ein Schiff für die ganze Familie, würde ich fast sagen. Also für die Kinder gibt es tolle Außenbereiche, Spielbereiche, einen Wasserpark gibt es, dann 2 Rutschen, die kostenlos genutzt werden können. Für die etwas Größeren, die sportinteressiert sind, wie zum Beispiel Ulrike, obwohl so groß bist du ja nicht, gibt es einen ganz tollen Außenbereich mit Fitnessgeräten. Dann oben ein Joggingparcours, wo man seine Runden drehen kann. Das hatten wir auch während der Reise öfter mal genutzt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Da kann man, gerade am Morgen übrigens zu empfehlen. Genau, kann man nochmal fit in den Tag starten und die Kalorien wieder verbrennen. Ja, ansonsten, was ich sehr toll fand, sind auch die Attraktionen, die zum Großteil kostenlos sind. Da wäre zum einen der Skyride zu nennen, wo man wie auf einem Fahrrad einmal ums Schiff oben fährt, in der Luft hängt und dann auch einen ganz tollen Ausblick hat. Das ist gerade am Seetag richtig beeindruckend gewesen. Dann direkt daneben ist auch dieser Sky Course. Das ist wie ein kleiner Kletterwald, auch kostenlos nutzbar und auch für Kinder eigentlich nutzbar, würde ich sagen. Der war jetzt nicht zu schwer. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass da auch Kinder mal mit rumklettern können. Ansonsten, wie gesagt, die Rutschen sind umsonst. Es gibt tolle Fastfood-Angebote, amerikanisch typisch. Also die Burger und die Pizzen waren mega klasse. Also muss man wirklich sagen, wenn man Fastfood liebt, ist das hier fast der perfekte Ort. Und übrigens die Pizzen, die gibt es wirklich 24/7, also rund um die Uhr. Wenn ihr Lust habt, nachts um 4 auf eine Pizza, gönnt euch. Waren wirklich richtig, richtig gut. Und das wird tatsächlich auch genutzt. Ich bin ja das eine Mal nachts übers Schiff gelaufen. Das war 3:30 Uhr, so, da saßen wirklich Leute da und haben Pizza gegessen. Ja, wir haben ja vielleicht ein bisschen zu früh, aber warum nicht, genau. Genau. Aber auch zur Kabine wollte ich noch mal kurz was sagen. Auch da habe ich keinen wirklichen Vergleich. Mir hat es gut gefallen. Es war von der Größe vollkommen ausreichend. Die Betten sind super bequem. Also man schläft da wirklich wie auf einer Wolke. Wir hatten eine Balkonkabine. Auch der Balkon war von der Größe absolut ausreichend. Was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hat, waren einfach so Dinge zum Aufhängen. Das war irgendwie nicht da. Aber es ging trotzdem, man konnte es gut über die Stühle hängen, damit es auch getrocknet ist. Also auch da kein Problem. Genau, also bei der Kabine ist wirklich die einzige Umgewöhnung gewesen zu deutschen Reedereien, dass ihr einen Duschvorhang habt. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat man sich aber dann auch mit der Zeit dran gewöhnt. Das war okay.
Ansonsten hätte ich jetzt auch nicht viel zu meckern an der Kabine. Wie gesagt, ein paar Stauflächen oder Ablagefächer wären ganz nett gewesen noch zusätzlich. Ansonsten alles, was man eigentlich benötigt, hat man in der Kabine. Und so viel waren wir auch gar nicht auf der Kabine, weil es auf dem Schiff so viel zu erleben gibt. Ein Kino gibt es zum Beispiel noch, ein riesiges, dann ein Theater. Dann, ja. Was gibt es noch? Ganz unzählige Bars. Ich wollte gerade sagen, Shops, unzählige Bars. Wir waren gestern noch im Thrill-Theater. Das war ein 4D-Kino, total verrückt. Wir haben uns gedacht, komm, wir schaffen das schon und haben Grusel Level 3 gewählt. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Da passieren Dinge, mit denen rechnet man nicht. Mhm. Wir sind dann schon so ein bisschen wackelig raus, aber es war auf jeden Fall ein lustiges Erlebnis. Und was ich noch anmerken wollte an dieser Stelle, es hat mir sehr gut gefallen, alle total freundlich hier, auch untereinander. Also die Amis sind ja sowieso so ein bisschen verrückter und natürlich auch offener. Also wenn man zum Beispiel in den Whirlpool gegangen ist, hat man sofort ein Hi bekommen. Und wenn man eben gegangen ist, dann war auch so Bye Bye. Also irgendwie alles so ein sehr nettes, freundliches Untereinander und Miteinander. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau. Ja, um nochmal einen kleinen Vergleich zu den deutschen Reedereien zu ziehen, würde ich auch sagen, dass AIDA ein bisschen ähnlich zu Carnival Cruises ist. Gehört ja auch zur gleichen Company. Also wenn euch die AIDA Nova, AIDA Perla, AIDA Prima gefallen hat, wird euch die Carnival Horizon vielleicht auch gefallen. Ist vom Konzept ähnlich, halt mehr auf das Gebiet in der Karibik fokussiert. Ihr habt mehr Außenbereiche, nicht so viel Überdachtes. Hat mir persönlich sehr gut gefallen, da der Bezug zum Meer auch gegeben ist. Das heißt, auf Deck 5 könnt ihr zum Beispiel komplett ums Schiff laufen, könnt immer aufs Meer hinausblicken, auch in Bars draußen sitzen. Das finde ich echt mega schön, weil eine Kreuzfahrt macht das für mich einfach aus, dass man auch ein bisschen was vom Meer hat. Ja, von der Größe ist das Schiff dann auch vergleichbar mit AIDA Prima Perla und Nova, so ein Zwischending, 320 Meter lang, 4000 Passagiere bei Doppelbelegung. Also nicht zu groß, nicht zu klein. Perfekt für Familien, würde ich sagen. Ja, damit würde ich auch sagen, wir haben alles abgehakt, oder? Ich würde auch sagen, natürlich gibt es wahrscheinlich immer noch Dinge auf dem Schiff, die man ja vielleicht entdecken kann, die wir vielleicht gar nicht gefunden haben. Aber einen Großteil haben wir euch natürlich jetzt gezeigt, auch in den ganzen Videos. Was muss ich noch anmerken. Los. Was ja natürlich wichtig ist, Kulinarik, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Für die Weintrinker und Biertrinker ist ganz wichtig, ist nicht im Reisepreis inklusive. Das heißt, ihr müsst Wein und Bier zusätzlich kaufen. Preis war so 7 Dollar bis 10 Dollar pro ungefähr, Glas Wein. Ungefähr am Abend 10 Dollar pro Glas. Also passt da wirklich auf, habt das so ein bisschen im Blick. Ihr könnt das auch ganz gut übrigens mit der App. Die gibt es nämlich auch hier direkt, ladet es einfach vorher runter oder direkt hier auf dem Schiff. Da hat man alles super im Blick, die Rechnung, wo man essen gehen kann. Man kann sich dort einen Tisch bestellen und. Es wird nochmal alles angezeigt, was am Abend oder am Tag auch ist. Also das kann ich wirklich empfehlen, um auch einen Überblick zu haben. Und für Familien, wie gesagt, habt da ein kleines Auge drauf, gerade auch auf die Rechnung, weil wenn man, ich meine, Tee ist inklusive, Eistee und so weiter. Soft-Eis, genau, auch ganz wichtig. Also passt da auf, könnt ihr in der App gut sehen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt alles gut gesagt. Wünschen euch viel Spaß mit den Videos und vielleicht auch viel Spaß auf der Carnival Horizon. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, du auch? Natürlich, ich bin noch kreuzfahrtsüchtig. Ja. Sehr gut. Deswegen, irgendwann wird es einen neuen Vlog geben von uns. Janine ist dann sicherlich auch mal wieder dabei. Ja, also, ahoi und bis bald. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive. Drive a faster car. Not looking back, eyes on the freeway. Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the